Nächste Rednerin ist Ramona. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, es ist ja viel schon gesagt worden und eines ist, glaube ich, uns allen klar und die Spatzen pfeifen sozusagen von den Dächern. Die SPD will in den nächsten Wahlkampf als Wohnungs- und Mieterpartei ziehen, den nächsten Wahlkampf zur Abgeordnetenhauswahl. Und natürlich wäre es besonders pikant, wenn gleichzeitig ein Volksentscheid zum gleichen Thema gegen die SPD-Wohnungspolitik auf dem Tisch liegen würde. Da wüsste der Wähler, glaube ich, ziemlich schnell, wofür er sich entscheidet und wofür er sich eher nicht entscheidet. Denn die heutige Situation, die wir hier besprechen, und Katrin hat es gesagt, vor Jahren noch als Panikmache abgetan, die heutige Situation auf dem Wohnungsmarkt ist hausgemacht und sie trägt eine sozialdemokratische Handschrift, muss man ehrlicherweise sagen. Und dafür wird sicherlich auch eine Quittung geben. Das sozialdemokratische Wohnungspolitik von 10 bis 15 Jahren, und ich erinnere mich noch gut, dass es vor ein paar Jahren noch hieß, wir hätten ja unglaublichen Leerstand und überhaupt kein Wohnungsproblem in der Stadt. Da frage ich mich schon, in welcher Stadt eigentlich die gelebt haben. Es kann nämlich nicht unsere gewesen sein. Wir sagen heute zu Recht, wir wollen die Berliner Mischung verteidigen, wir wollen die Berliner Mischung in der Stadt fördern und weiter am Leben halten. Und das ist auch richtig so. Denn diese Regierung und auch die Vorgängerregierung, die Rot-Rote und die Rot-Schwarze, mussten zu allem getragen werden, zu jedem einzelnen Instrument in der Wohnungspolitik, vom Zweckentfremdungsverbot bis zum Umwandlungsverbot vor einigen Wochen, zu allem mussten sie zum Jagen getragen werden. Aber das größte Problem ist der Punkt, den ich hier noch ansprechen möchte. Das größte Problem, was diese Koalition hat, ist, dass ihr Wohnungsbauförderfonds überhaupt nicht funktioniert. Den haben sie mit großem Pomp aufgelegt im letzten Haushalt. Müller und Nussbaum haben ewig darum gestritten, wer das Geld bekommt, wer das Geld ausgeben darf. Dieser Wohnungsbauförderfonds des Senats ist krachend gescheitert. Da fließt kein Geld ab. Da wird keine Wohnung gebaut auf dieser Grundlage. Und das ist nicht nur ein Problem des Senats, sondern ein Problem für die ganze Stadt, weil der ja dazu gedacht gewesen ist, günstigen Wohnraum zu finanzieren. Und jetzt erwarte ich, dass dieser Senat tatsächlich mal eine Idee vorlegt, und zwar eine konsistente und nicht wie der neue Stadtentwicklungssenator, der durch die Stadt läuft und jeden Tag eine neue Idee hat, die am nächsten Tag wieder versenkt wird vom Senat, von ihm selber, von seiner Verwaltung wahlweise. Man hat fast den Eindruck, der sei engagiert worden für den Job Elefant im Porzellanladen des Senators. Dieser Senat muss vorlegen, wie er sich gedenkt, die Wohnungspolitik, und zwar eine Wohnungsförderpolitik zu machen, die auch tatsächlich günstigen Wohnraum schafft in den nächsten Jahren. Und ich erwarte, dass das nicht erst nach der nächsten Wahl passiert, sondern vor der nächsten Wahl. Und wenn sich das so andeutet, was man zurzeit sieht, dass die Wohnungsbaugesellschaften regelrecht bedrängt werden, Wohnungen zu kaufen, Wohnungen zu bauen, finde ich das zwar richtig, dass die Wohnungsbaugesellschaften endlich wieder ihrem gemeinwohlorientierten sozialen Zweck wieder erfüllen sollen hier in der Stadt. Das finde ich absolut richtig. Was aber nicht geht, ist, die in die Verschuldung zu treiben, indem die Wohnungen kaufen und bauen auf Pump, weil der Senat nicht bereit, ihnen das Geld zu geben und die nächste Regierung das auszubaden hat. Wenn, dann muss man sich ehrlich machen, wie wir es auch aufgeschrieben haben, und zu sagen, die Wohnungsbaugesellschaften müssen einen bestimmten sozialen Zweck erfüllen. Dafür sind sie auch öffentlich Gesellschaften, und dafür brauchen sie aber auch finanzielle Mittel und finanzielle Unterstützung und nicht durch die Hintertür wie der Senat, der wie immer eine Schattenverschuldungspolitik macht auf Kosten der Landesunternehmen und das der nächsten Regierung vor die Füße kippt. Ich erwarte, dass der Senat seine Verantwortung hier wahrnimmt, das Geld dazu aber auch bereitstellt, und das gehört zur Wahrheit auch dazu. Ansonsten ist Wohnungspolitik bei der nächsten Abgeordnetenhauswahl tatsächlich ein ganz großes Thema, und das fällt sicherlich nicht uns auf die Füße. Vielen Dank, Ramona.